Dschungeltag Sven. Wo ist Sven? Also kacken kann er nicht sein. Ha? Hä? Ist das Sven? Ja, glaub schon. Hey, brauchst Sven zu essen. Weg. Wie kann das sein? Wie seid ihr so schnell hier hingekommen? Ich weiß es nicht. Es macht keinen Sinn. Vielleicht haben wir zu lange gewartet. Scheiße, Mann. Wer kann das gewesen sein? Was? Wir machen hier kein scheiß Musical, du Hurensohn. Fällt uns denn keine Lösung ein? Was ist los bei dir? Bist du jetzt komplett durch? Wir haben neue 24 Stunden bekommen, um den Hilda zu finden. Die Möglichkeit viel zu klein. Ja, wir müssen nicht mehr ganz 24 Stunden, aber du hast recht. Doch, ich... Welches Song ist das eigentlich? Hey, unterbrich mich doch nicht. Tut mir leid, ich weiß, dass die Menschen Musicals anfangen zu singen, wenn die Emotionen zu krass werden. Aber wir sind hier in keinem scheiß Musical. Wir sind kein fucking Disney-Film. Also hätte jetzt eine Schnauze. Okay, du musst jetzt direkt so ausrasten. Wenn du anfängst zu singen, darf ich mal kurz ausrasten. Glück. Dankeschön. Aber du hast doch noch 1000 Wörter. Diese Grenze habe ich mir selber gesetzt und bin bereit, sie zu übertreten. Aha, okay. Ja, dann mach ruhig weiter. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Aber du singst nie wieder. Okay. Aber wenn der Typ es nicht war, müssen wir wieder von vorne anfangen. Geht's in der nächsten Folge weiter? Nee, wenn es jetzt ein Film wäre, würde das noch was dauern. Aber wir sind im Drecks YouTube-Video. Ach so, ja, stimmt. Wir haben noch das Überwachungssystem hier. Der Täter müsste doch von einer Kamera aufgezeichnet worden sein. Ja, stimmt. Schnell, wir müssen nachgucken. Guck da. Ich sehe nichts. Genau. Die Kameras haben nur schwarz aufgenommen. So eine Scheiße! Das ist aber rassistisch. Nee, das war doch nicht so gemeint. Hier wäre auch nur weiß Scheiße. Na gut, dann ist ja okay. Ja. Gibt's nicht eine Kamera, die was aufgezeichnet hat? Ich guck grad. Dann guck mal schneller. Oh, hier. Oh, das war was anderes. Ja, das ist nicht von der Überwachungskamera. Dann such mal weiter. Okay, bin dabei. Da! Das ist ja perfekt. Dreck vor dem Büro. Ja, also jetzt habe ich lange keine Lust mehr. Wenn da jetzt keiner langläuft, rast dich aus. Ja, ich auch. Gut, und weil wir es jetzt gesagt haben, läuft wieder keiner lang. War ja wieder klar. Spul noch mal zurück, aber langsamer. Okay. Also der Mord müsste jetzt schon passiert sein. Dann macht das Sinn, was du sagst. Ja, ach, deswegen sage ich's ja. Da, hast du es gesehen? Nee. Hä? Spaß, ja klar, ich hab's gesehen. Aber dir? Nee. Aber irgendwie kenne ich die. Nein, da verwechselst du, glaube ich, was. Ich kenne die. Echt? Woher? Ich weiß es nicht mehr. Ist das nicht die Rückblende? Ach ja, stimmt. Woher weißt du von der Rückblende? Ich habe das Video auf YouTube gesehen. Ach so, okay. Die hat doch ein Motiv. Also kein gutes, aber besser als nichts. Wie finden wir die jetzt? Da die hier mal angerufen, dann können wir die orten. Echt? Das können wir? Ja, natürlich. Okay, nice. Aber warum bringt die random Polizisten um, wenn ein Anrecher bei der war? Keine Ahnung, die sind komplett verrückt. Das kann natürlich sein. Dann lass mal zu ihnen fahren. Aber wir können jetzt keine Verstärkung mitnehmen, dafür brauchen wir Sven. Dann machen wir das eben alleine, okay? Keine Bewegung, Polizei! Hey, no! Hier ist schon wieder keiner. Wir sollten vielleicht mal in Zukunft erst gucken, ob jemand da ist. Wir sind der richtige Drecksteppen. Sind wir überhaupt im richtigen Haus? Ich glaube schon. Aber du weißt doch, wie die aussieht, oder? Nicht, dass vielleicht die falsche erschießen? Ja, klar. Ich kenne die ja schon länger. Du hast nur einmal mit dir telefoniert und gerade die Aufnahme gesehen. Ja, ich habe keinen Plan. Ich denke, manche kennen die noch. Okay, na dann. Wir müssen alles überblicken können. Stell dir mal hinter mich. Okay, wenn die jetzt kommt, ist es aus. Ja, und dann haben wir nicht den Fall gelöst. Aber wir dürfen sie nicht erschießen, wenn es geht. Das ist doch zu gefährlich. Hast du die Bounty Law gesehen? So alt bin ich nicht. Ja, ach. Aber wir müssen sie töten, weil sonst tötet sie uns. Vielleicht. Und dann können wir sie befragen und diesmal sicher gehen, dass wir die richtige haben. Wir haben dort die Aufnahme gesehen. Es war eindeutig sie. Das haben wir auch gestern gedacht. Und jetzt stehen wir hier. Ja, da hast du recht. Jetzt stehen wir hier. Nehmen wir mal an, wir schießen sie wieder. Aber findet trotzdem ein weiterer Mord statt. Dann müssen wir wieder den Täter finden und es schaffen, Informationen aus ihm rauszukriegen. Dann können wir erst den Boss finden. Ja, aber wenn sie uns angreifen, müssen wir sie erschießen. Ja, keine Frage. Lieber stirbt die als wir. Ja, dann ist halt gut. Aber ich meine nur, wir müssen ihn direkt bei der ganzen Bewegung abknallen. Scheiße, Frank, ist sie das? Nee, ich glaube nicht. Ich meine, die hat eine andere Haarfarbe. Ja, jetzt, wo du es sagst, glaube ich es auch. Was machen wir jetzt? Warten? Warten? Wenn wir jetzt unachtsam werden und die reinkommt, sieht das nicht so gut für uns aus. Ja, da hast du recht. Dann warten wir jetzt hier. Ja, wir warten jetzt hier. Aber vielleicht sollten wir die diesmal nicht abknallen. Ja, können wir versuchen. Nicht nur versuchen. Ich wollte ja jetzt Yoda zitieren, aber du weißt schon, was er gesagt hat. Euch leben zu sehen, mein Herz aufs Wärmste erfüllt? Nein, das auch nicht. Das passt aber sogar auch. Nice. Vielen Dank. Ich hatte eher an Tue oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen gedacht. Ach so, darauf bezogen meinst du das? Was machst du denn? Ist sie das? Ich bin nicht sicher, ich glaube nicht. Geh doch mal näher gucken. Du hast sie ins Gesicht geschossen, ich erkenne nicht mehr so viel. Oh. Na dann, warten wir weiter. Ja. Also entweder es war sie und wir warten jetzt hier noch länger. Oder es war sie nicht. Und wenn sie kommt, sind wir bereit. Ja, okay. Aber wenn die nächste Stunde nicht kommt, dann gehen wir. Okay. Und was machen wir jetzt? Warten. Ja. Beim Warten. Keine Ahnung, nichts. Aufpassen. Das klingt nach viel Spaß. Glaube ich auch. Hörst du das? Ja. Bah! Wer seid ihr denn? Schönen guten Tag, ich bin Frank, das ist mein Kollege Jonas. Das ist richtig. Sehr gut, Frank. Vielen Dank. Wir sind von der Polizei und sie sind... Ah! Was? Jonas! Halt, stopp! Was wollt ihr Bullen hier? Wieso hast du ihn erschossen? Weil es sonst unfair wäre. 2 gegen 1. Ach so. Ja, dann. Was wollt ihr jetzt hier? Seid ihr eigentlich Bullen oder tut ihr nur so? Nee, wir sind echt. Wo ist denn deine Marke? Habe ich zu Hause vergessen. Genauso wie ihr. Aha. Sehr verdächtig. Tut mir leid, aber wir müssen... Ich muss sie auch mit aufs Revier nehmen. Wozu? Willst du mich verhören? Genau. Sie sind gerade Hauptverdächtige in ein paar Mordfällen. Nur ein 2? Nein, ein paar. Sind doch 2. Ja, nein, ich meine aber mehr. Okay, aber ich glaub dir irgendwie nicht. Warum? Ihr seid doch niemals Bullen. Nein, wir sind Menschen. Ja, ich meine, egal. Keine Marke, schlechtes Vorgehen, keine Verstärkung draußen und er hat doch eine kugelsichere Weste an. Ja, aber... Ja, stimmt.
Dann kommen wir jetzt mit mir. Es sind noch 2 gegen 1. Was? Ah! Fuck, mein Bein! Ha! Das hättest du nicht erwartet, ne? Ah, okay, jetzt glaube ich euch. Aber scheiße, nein! Halt! Ach, andere Richtung, stopp! Ich schieße ins andere Bein. Nein, bitte nicht. Oh, okay. Können Sie mir einen Krankenwagen holen? Ja, Frank, wärst du so nett? Aber die sind so schwer. Frank? Ist ja schon gut. Aber dann müssen wir Ihnen ein paar Fragen stellen. Okay. Schaffst du das, Frank? Ja, bin gleich da. Jetzt machen Sie das, was ich sage. Ah! Sie nehmen jetzt die Pistole runter. Nein, Sie lassen jetzt die Waffe fallen. Hinwerfen und drüber kicken. Nein, du machst das. Wie wär's, wenn wir das beide machen? Na gut. Verdammt! Das hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Scheiße. Wieso haben Sie die Polizisten getötet? Was, ich? Polizisten getötet? Würde ich nie tun, nicht? Nein, ich würde keiner Fliege was zu leide tun. Wieso haben Sie da eine Knarre? Das ist Ihre. Und ich habe die noch nie benutzt. Ach ja, stimmt. Okay. Ich kann Ihnen sagen, ich habe nichts mit irgendwelchen Morden zu tun. Okay, das können Sie mir jetzt sagen, aber ich muss Sie trotzdem mitnehmen. Wir haben eine Aufnahme von Ihnen. Eine Aufnahme? Genau, eine Aufnahme vom Tatort. Eine Überwachungskamera hat Sie erwischt. Haben Sie schon mal was von Deepfakes gehört? Ja, aber das kann nicht sein. Die Aufnahmen sind direkt aus der Kamera, ganz frisch. Vielleicht hat der Täter die drauf gemacht, als er gemordet hat. Es waren aber keine Aufbruchsspuren zu sehen. Und woher wissen Sie das denn? Was? Das mit dem Mord? Das haben Sie eben mehrmals gesagt. Echt? Oh, okay. Also ich glaube, Sie müssen woanders weiter ermitteln. Man kann nicht mehr alles glauben, was auf Video ist. Die Zeiten sind vorbei. Haben Sie denn ein Alibi? Für heute Morgen zwischen 8 und 10. Da habe ich geschlafen. Kann das jemand bestätigen? Bestimmt die beiden, die Sie eben erschossen haben. Das ist jetzt nicht so hilfreich. Was soll ich denn machen, wenn Sie die erschießen? Ja, okay. Wenn Sie es nicht waren, finden wir das schon raus. Frank müsste gleich hier sein. Dann nehmen wir Sie erstmal mit auf. Ah! Scheiße, Frank! Was machst du? Das Leben retten. Das war aber jetzt knapp. 10 cm knapp. Gestehst du jetzt? Ich war es nicht. Frank. Vielleicht war sie es gar nicht. Du glaubst sie diesen Scheiß? Sie wollte dich eben erschießen. Ja, dann wusste sie doch auch nicht, wer wir waren. Gesteh, sonst durchlöcher ich dich mit Kugeln und ich fange von unten an, damit du die ganze Show mitbekommen kannst. Also, fast. Am Ende wird es ein bisschen eng. Ja, okay, okay. Gut, also was willst du uns sagen? Der Heimbrecher, er hat meinen Mann getötet. Er hat meine 5 Kinder getötet. Er hat meine Eltern getötet. Er hat meine Schwiegereltern getötet. Er hat meine Großeltern und Schwiegergroßeltern getötet. Er hat die Freunde von meinen Kindern getötet, die gerade zu Besuch waren. Er hat die Eltern von denen getötet. Und die Polizei wollte nicht helfen. Ich habe so oft angerufen. Aber nach dem ersten Mal ging da nicht mal jemand ran. Oh ja. Aber das war nicht meine Aufgabe. Ich hätte nicht beim ersten Mal rangehen sollen. Du warst das? Du? Ja. Also, ich habe ihnen nur ganz kurz gesagt, ob keiner rangehen kann. Ah! Frank! Nein! Was hat sie mit dir gemacht? If you kann nicht weiterleben. Find out who you are. And may you find out. Der Fall war nun gelöst, aber eine Sache gibt es noch. Wie kann ich dieses Voice-Over machen, wenn ich tot bin? Das liegt daran, dass ich mich nicht gut getroffen habe und mit dem Krankenwagen, den Frank geholt hat, schnell ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Ich bin zwar nicht mehr so wie damals, aber ich lebe noch. Und das ist das Wichtigste. I am the policeman. I am the best. Ich löse jeden Fall auch ohne Nest. Und ich bin multilingual, das sag ich dir, ja, yeah, haha. Ich hab nur gelegentlich ein bisschen Schmerzen. Ah!